habe immer Angela Merkel um 8 Uhr früh getroffen und sie so bombardiert mit derartig absurden Fragen, also ihre erste Million, der Name ihrer ersten Band und so weiter. Und da kamen 3-4 Momente, wo ich dachte, jetzt gab es einen ungedeckten Moment, eine Irritation und darum geht's mir. Und dann denke ich, ah, das war jetzt, das hat sich's gelohnt. Weil ich glaube ulkigerweise kaum an Fragen. Ich glaube nicht daran, dass man auf eine sehr gute Frage eine tolle Antwort gibt. Also zum Beispiel, es ist oft eine gute Frage, wenn man sich an der richtigen Stelle stellt, zu sagen, und sonst so? Oder, was ist denn los überhaupt? An einem taffen Tag, einem gequälten Politiker, der mit Klein-Klein eines Tagesgeschäfts zu tun hat oder kommentieren muss auf Dinge, auf die er noch nicht antworten kann, weil ihm der Überblick fehlt, ist die ins Allgemeine zielende, nach seiner Befindlichkeit fragenden, was ist denn überhaupt los, Herr Seehofer? Eine ganze Flut von wahrhaftigen und schönen Sätzen hervorbringen, während der taffe, gut vorbereitete Journalist, der sticht, vielleicht nichts anderes hervorbringt als halt wieder die Maske, das vorgehaltene Schild, die Nullenantwort, die ist doch klar. Ich glaube, wenn man eine Flut von Fragen, die insgesamt so etwas herstellen, eine Energie, eine Hitze herstellen, bei der dann an einer ganz anderen Stelle plötzlich was kommt, was wichtig ist, was wahr ist. Ich bin Moritz von Uslar und ich schreibe für die Zeit.